Detta är Edda Göring, riksmarskalkens dotter. Hon är född 1938 i faderns äktenskap med den tyska skådespelerskan Emmy Sonnemann. Ich hatte vor allem durch die Liebe und Fürsorge meiner Eltern eine sehr schöne frühe Kindheit. An Karin Hall selbst kann ich mich noch recht gut erinnern. Ich würde mich wahrscheinlich heute noch darin zurechtfinden. Eine ganz besondere Attraktion war es für mich jedes Mal, wenn ich am Sonntag zusammen mit den Erwachsenen zum Mittag essen durfte. Ich saß dann auf einem durch Kissen erhöhten Sitz neben meinem Vater, schön angezogen, uns gegenüber Mama, und ich kam mir natürlich sehr wichtig vor. Mein Vater liebte es, viele Verwandte und Freunde um sich zu haben, und so kam meistens eine recht große Mittagstafel zusammen, was ich sehr interessant und aufregend fand. Ich habe mich immer schon die ganze Woche darauf gefreut, und ich glaube, mein Vater auch. Karin Hall war ja zur Erinnerung an Hermann Görings erste Frau, die Schwedin Karin, so genannt worden. Auch seine Motorboote Karin 1 und 2 trugen ihren Namen. Die Gruft Karins befand sich in Karin Hall. Und sogar ihr eigener zweiter Vorname lautet Karin. Wie hat nun Ihre Mutter auf diesen Kult reagiert? Meine Mutter war wirklich von außergewöhnlicher Toleranz, was das Thema Karin Göring betraf. Nun war Mama selbst eine starke Persönlichkeit und musste nicht befürchten, durch das Andenken an Karin erdrückt zu werden. Und Karin war tot, Mama aber lebte. Zudem wusste sie, dass mein Vater, der eines so starken Gefühls einer Frau gegenüber fähig war, dies auch für sie empfinden würde. Mein Vater hat ihr sehr viel über seine erste Frau erzählt und Mama sagte mir oft, dass sie Karin dadurch sehr lieb gewonnen hätte. Hinzu kam, dass Mama, kurz bevor sie meinen Vater kennenlernte, ihre eigene Mutter verloren hatte, an der sie ganz besonders hing. Sie konnte nur zu gut verstehen, dass man nach dem Tod eines geliebten Menschen das Bedürfnis hat, viel über ihn zu sprechen und sich mit Bildern von ihm zu umgeben, was mein Vater ja nun im Andenken an Karin auch ausgiebig tat. Das ging so weit, dass, als meine Eltern auf Hochzeitsreise gingen, zuoberst in Vaters Koffer ein Foto von Karin lag. Der Kammerdiener hatte beim Packen, ganz selbstverständlich wie auch sonst bei allen Reisen, das Bild mit hineingelegt. Ich glaube nicht, dass viele Frauen diese Toleranz aufbringen würden. Ich selbst wahrscheinlich nicht. Aber meine Mutter war eine ganz besondere, wunderbare Frau. Ihre Mutter hat in ihren Memoiren geschrieben, dass sie eine unpolitische Frau war. In Schweden hat man mir gesagt, dass Karin ebenfalls politisch nicht interessiert war. Wussten Sie, dass Karin tatsächlich aber Hitler als ein Idol betrachtete? Sie hat ihn ganz gewiss nicht als ein Idol betrachtet. Sie muss allerdings, im Gegensatz zu meiner Mutter, die sich nun wirklich nicht für Politik interessierte, ein politisch sehr engagierter Mensch gewesen sein. Das geht aus ihren Briefen deutlich hervor. Auch, dass sie Hitler und der Bewegung positiv gegenüberstand. Man muss das allerdings aus der damaligen Zeit heraus sehen. Karin und Vater glaubten damals, lange vor der Machtergreifung, dass Hitler für Deutschland tatsächlich etwas Positives bedeutete. Nun, das war ein verhängnisvoller Irrtum. Es ist aber durchaus möglich, dass Karin, wäre sie länger am Leben geblieben, ihre Meinung geändert hätte. In erster Linie war Karin Hall, das übrigens heute in der DDR liegt, als Repräsentationsbau für offizielle Empfänge gedacht. Sehen Sie, Hitler war nicht verheiratet und hat auch nicht sehr gern selbst repräsentiert. Somit fiel diese Aufgabe weitgehend meinen Eltern zu, die auch beide die nötigen Voraussetzungen dafür mitbrachten. Mein Vater war äußerst populär, auch im Ausland. Er besaß den entsprechenden Hintergrund, große Persönlichkeit und eine natürliche Herzlichkeit, ebenso wie meine Mutter. Sie hatte durch Herkunft und Beruf, sie war vor ihrer Ehe lange Jahre Schauspielerin gewesen, eine große Sicherheit im Umgang mit Menschen. Sie war, jedenfalls aus meiner Sicht, eine ideale First Lady. Liebenswürdig, elegant, charmant, eine glänzende Gastgeberin und Mama war eine wunderschöne Frau. Hinzu kam, dass meine Eltern eine sehr glückliche und harmonische Ehe führten. All das prädestinierte sie dazu, Prominenz aus dem In- und Ausland zu empfangen. Und dafür war Karin Hall der richtige Rahmen.
Es war großzügig angelegt und wunderschön eingerichtet, dabei keineswegs von der Ungemütlichkeit eines Museums. Man konnte dort richtig wohnen und leben und als Kind auch herrlich umhertollen. Auch die Gästezimmer waren sehr behaglich ausgestattet und fast immer bewohnt. Im Übrigen hat mein Vater Karin Hall dem Staat vermacht. Schon daraus sieht man, dass er es nicht nur als seinen Privatbesitz betrachtete. An das Weihnachtsfest 1944 kann ich mich noch recht gut erinnern. Ich hatte damals die Masern und musste im Bett bleiben. Meine Eltern hatten mir meine Geschenke im Kinderzimmer hergerichtet und besuchten mich, so oft sie dazu Zeit fanden. Früher war Weihnachten immer das zentrale Fest bei uns gewesen. Es wurde in der großen Halle gefeiert, in deren Mitte ein hoher Christbaum stand. Viele Verwandte, auch aus der schwedischen Familie von Karin, waren anwesend, ebenso Freunde und Angestellte. Zuerst wurde Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen und dann kam die Bescherung. Mein Vater liebte es, jedem Einzelnen einen Gabentisch herzurichten. Er hatte sich ganze Listen dafür zusammengestellt, die zum Teil heute noch existieren. Unsere Angestellten feierten, wie gesagt, mit uns, da die Eltern sie als ihre Freunde betrachteten. Dafür haben sie uns auch eine rührende Treue bewiesen, obwohl sie zum Teil wegen ihrer Zugehörigkeit zum Hause Göring nach Kriegsende viel durchzumachen hatten. Ich bin heute noch mit einigen von ihnen in Verbindung und sie sprechen nach wie vor mit großer Zuneigung und Verehrung von meinen Eltern. Ende Januar 1945 verließen wir Karin Hall und fuhren auf den Obersalzberg bei Berchtesgaden. Danach ließ mein Vater Karin Hall räumen und anschließend sprengen, damit es den Feind nicht in die Hände fiel. An diese Aktion kann ich mich natürlich nicht erinnern. Sie waren also auf dem Obersalzberg, als die Amerikaner im April 1945 Hitlers Berghof und auch ihr Haus zerbombten. Ja, mein Vater war kurz vorher auf Befehl Hitlers von der SS verhaftet worden. Hitler glaubte, dass Vater hinter dessen Rücken mit den Alliierten verhandelt hätte. Er hatte es leider nicht getan. Papa war von uns isoliert worden und wurde scharf bewacht. Da kam der große Angriff auf den Obersalzberg. Wir gingen zunächst nun wieder zusammen in den kleinen Hauskeller und Papa nahm mich auf den Schoß. Daraufhin kam ein SS-Offizier und wollte ihm verbieten, bei seiner Familie zu sitzen. Mein Vater sah ihn nur kopfschüttelnd an und Mama machte so. Daraufhin kam ein erneuter Angriff, das Licht ging aus, der kleine Keller schwankte hin und her und damit erübrigte sich alles Weitere. Unser Haus war selbst nicht getroffen worden und nur von der Druckwelle der Bomben, die in den Hügel daneben gefallen waren, völlig zerstört. Diese Bombenkrater existieren heute noch. Sie sind mit Wasser gefüllt und bilden kleine Teiche auf unserem ehemaligen Grundstück. Nach dem großen Angriff durften wir in den festen, geräumigeren Bunker gehen, immer noch bewacht von der SS. Dorthin kam dann der Befehl Hitlers, dass mein Vater, meine Mutter und ich sowie unsere gesamte Umgebung zu erschießen seien. Dieses Urteil wurde aber nicht vollstreckt. Stattdessen kam Ihr Vater in amerikanische Gefangenschaft. Wo war das? Waren Ihre Mutter und Sie dabei? Vom Obersalzberg aus wurden wir nach Österreich gebracht, nach Mauterndorf, in ein altes, düsteres Schloss, das mein Vater mal geerbt hatte. Und dort gelang uns die Kontaktaufnahme mit Offizieren der Luftwaffe, welche nun die SS dringendst davor warnten, uns zu erschießen. Und dann kam die Nachricht von Hitlers Tod, ja, und damit war das Urteil illusorisch geworden. Mein Vater beauftragte nun seine Adjutanten mit der Übermittlung eines Briefes an General Eisenhower, in dem er ihn um eine Unterredung bat. Die Antwort war, dass wir nach Zell am See fahren sollten. Dort würde uns ein amerikanischer General erwarten. Unterwegs, es war der 8. Mai 1945, der Tag der Kapitulation, trafen wir auf jenen General Stack, der uns entgegengefahren war. Wir stiegen alle aus. Es war eine beklemmende Situation, die sogar ich als Kind spürte. Der General war fair und taktvoll. Er teilte meinem Vater mit, dass Eisenhower ihn sehen wollte und dass er ihm freies Geleit hin und zurück zugesichert habe. So fuhr mein Vater dann am nächsten Tag von Zell am See aus mit jenem General Stack von uns fort. Wir blieben unter amerikanischer Bewachung zurück. Meine Mutter und ich haben meinen Vater nie mehr in Freiheit gesehen.
Alle diese Ereignisse habe ich natürlich dem Ablauf nach mitbekommen, aber erst viel später die Hintergründe dazu erfahren. Etwa, dass Hitler auch mich, sein Patenkind, erschießen lassen wollte. Von Feldenstein in der Oberpfalz aus, wo wir inzwischen gelandet waren, wurde meine Mutter Mitte Oktober 1945 zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Nichte von den Amerikanern in das Zuchthaus Straubing in Niederbayern gebracht. Sowohl meine Tante als auch meine Cousine, die ihren kleinen dreijährigen Sohn zurücklassen musste, hatten nichts mit dem Dritten Reich zu tun. Sie waren nicht in der Partei. Sie wurden lediglich als Verwandte meiner Mutter mit inhaftiert. Ich blieb zusammen mit meinem kleinen Vetter bei meiner Erzieherin in einem Dorf bei Feldenstein. Ende November 1945 kamen dort gegen 6 Uhr abends, es war schon dunkel, zwei amerikanische Besatzungsoffiziere zu uns. Sie wiesen einen Haftbefehl für mich vor, ich war damals 7 Jahre alt, und sagten, sie hätten Order, mich ebenfalls in das Zuchthaus Straubing zu bringen. Meine Erzieherin flehte nun die zwei Amerikaner an, doch mitfahren zu dürfen, um das kleine Mädchen nicht allein zu lassen mit zwei ihr völlig fremden Männern. Dies wurde mit der Begründung abgelehnt, sie hätten strikten Befehl, nur mich allein zu befördern. Und Befehl sei Befehl. Ein brisanter Satz. Meine Erzieherin packte nun ein paar Sachen für mich zusammen und ich fuhr mit den zwei Amerikanern los. Ich hatte natürlich mitbekommen, dass ich zu meiner Mutter gebracht werden sollte, aber ich glaubte das nicht und hatte entsetzliche Angst. Die Fahrt durch die Nacht dauerte 6 Stunden, da die beiden Amerikaner sich mit dem Weg nicht auskannten. Endlich, gegen Mitternacht, erreichten wir das Zuchthaus Straubing, wo ich zu meiner unbeschreiblichen Erleichterung meine Mutter wieder sah. Ich war wie aus einem Albtraum erlöst. Ich bekam in der Zelle meiner Mutter einen Strohsack als Schlafstelle. Und als große Vergünstigung durfte ich jeden Tag eine zusätzliche halbe Stunde im Gefängnishof spazieren gehen. Die einfachen amerikanischen Soldaten, die uns bewachten, sahen kopfschüttelnd und fassungslos auf das kleine Mädchen, das damit eingesperrt war. Sie waren alle sehr freundlich zu mir. Da ich als Kind sowieso eine schlechte Esserin war, konnte ich von dem Zuchthausfraß kaum etwas herunterwürgen, so sehr Mama mich auch darum bat. Ich magerte zusehends ab, bekam eine schwere Erkältung, die nur langsam abklang, und schließlich eine Entzündung an einem Zahn mit einer geschwollenen Backe. Und daraufhin fuhren die Amerikaner mit mir in Begleitung meiner Tante zu einem Militärzahnarzt in die Stadt Straubing. Der behandelte meinen Zahn, das war eine harmlose Sache, aber dieser amerikanische Arzt machte seine Landsleute auf meine Unterernährung aufmerksam. Und er muss ihnen gründlich eingeheizt haben, denn nun bekam ich etwas besseres Essen, an das ich mich allerdings nur langsam gewöhnen konnte. Im Frühjahr 1946 wurden wir entlassen und wussten zunächst nicht, wo wir hingehen sollten. Unsere Wohnsitze waren entweder zerstört oder von den Amerikanern beschlagnahmt. Endlich fanden wir eine Bleibe bei einer Försterfamilie, die wir von früher kannten. Das war eine Art Jagdhütte, mitten im Wald und ganz primitiv, aber in Freiheit. Meine Mutter wurde dann später von den deutschen Behörden nochmals eingesperrt, bis zu ihrer Spruchkammerverhandlung. Ich möchte hier etwas hinzufügen, um Missverständnissen vorzubeugen. Ich habe diese Ereignisse erzählt, weil Sie mich danach gefragt haben, nicht um mich als Märtyrerin hinzustellen. Ich weiß, dass viele Menschen während der Hitlerzeit weit Schlimmeres haben erdulden müssen, als ich durchgemacht habe. Mir tut es unendlich leid. Ich weiß auch, dass ich damit nichts ungeschehen machen kann. Eines aber kann ich nicht ganz verstehen, warum man auf der einen Seite jede Art von Sippenhaft völlig zu Recht auf das Schärfste verurteilt, auf der anderen Seite aber dann doch wieder eine Art Sippenhaft praktiziert. Wie fast alle Deutschen nach dem Kriege lebten auch sie in dürftigen Verhältnissen. In einem Brief nach Stockholm baten sie, die Tochter des Reichsmarschalls, um ein paar Schuhe. Ja, es gab ja wirklich fast nichts in jener Zeit. Und da ich aus allem herauswuchs, waren besonders meine Schuhe ein Problem. Da waren unsere schwedischen Freunde eine große Hilfe. Und wissen Sie, wenn man so viel hergeschenkt und geholfen hat wie meine Eltern, dann darf man in Notzeiten auch ruhig selbst um etwas bitten. Es waren Karins jüngste Schwester Lili Martin und Karins Sohn Thomas, die anfragten, was wir am dringendsten brauchten, um es uns zu schicken.
Diese schwedischen Pakete waren damals ein Ereignis und eine große Freude. Aber mehr noch die liebevollen Briefe, die uns viel Trost bedeuteten. An Tante Lilly hingen meine Mutter und ich ganz besonders. Sie war eine zauberhafte, sehr humorvolle und gescheite Frau. Sie war früher öfter mit ihren Kindern in Karinhall gewesen und hatte auch die Eltern auf mehreren Reisen begleitet. Nach dem Kriege besuchte sie uns in München und hat mir zu meiner Konfirmation eine unvergessliche Feier ermöglicht. Und Thomas von Canso war ein ganz besonderer Mensch, sehr idealistisch gesinnt und von großer Hilfsbereitschaft. Meine Mutter und er hatten sich von Anfang an liebgewonnen, was ja nicht ganz selbstverständlich war. Thomas sagte mir später einmal, dass Mama wie eine zweite Mutter für ihn gewesen sei. Auch er hatte teilweise in Karinhall gelebt und kam auch später noch öfter zu uns, zuletzt zum 80. Geburtstag meiner Mutter, für die er in einem Münchner Hotel einen Empfang gab. Thomas war damals schon sehr krank. Er starb kurze Zeit später, ein paar Tage vor Mamas Tod. Waren Sie einmal in Schweden? Ja. Karins Familie hatte Mama und mich im Sommer 1953 dorthin eingeladen. Ich weiß noch genau, es war mein erster Flug und ich war zuerst schrecklich aufgeregt und dann hell begeistert. Seither bedeutet Fliegen für mich eine ganz besondere Faszination. In Stockholm nahmen uns Tante Lilly und Thomas sehr lieb in Empfang und sie zeigten uns diese wirklich beeindruckend schöne Stadt. Es war ein ganz eigenartiges Gefühl, von Deutschland aus, das ja damals noch im Aufbau steckte, in ein Land zu kommen, das eine heile Welt symbolisierte. Die Menschen waren freundlich und zufrieden, es gab alles, nur keine Spuren eines durchlittenen Krieges. Hierzu möchte ich bemerken, dass mein Vater zumindest dazu beigetragen hat, Schweden aus dem Zweiten Weltkrieg herauszuhalten. Hitler hatte ja wegen des schwedischen Stahls einen Einmarsch erwogen. Dies versuchte mein Vater, der Schweden neben Deutschland am meisten liebte, ihm dringendst auszureden. Sicher haben noch andere Faktoren eine Rolle gespielt, dass Hitler den Plan dann doch fallen ließ. Von Stockholm aus fuhren wir nach Schloss Rockelstadt, wo uns die Familie des damals schon verstorbenen Grafen Erik von Rosen sehr herzlich aufnahm. Gräfin Mary, auch eine Schwester Karins, war eine hochgewachsene, sehr aristokratische Erscheinung und eine sehr liebe, tief religiöse Frau. Und das Schloss, in dem mein Vater ja Karin kennengelernt hatte, war faszinierend. Graf Rosen war ein bedeutender Tibetforscher gewesen und hatte Teile des Schlosses mit hochinteressanten Sammlungen und alten Waffen ausgestattet. Und die märchenhaft schöne Umgebung von Rockelstadt mit ihren Wäldern und Seen erinnerte Mama und mich sehr lebhaft an Karinhall, was kein Wunder war, mein Vater hatte ja ganz bewusst dafür eine ähnliche Umgebung ausgewählt. Ich fand es jedenfalls aufregend, einmal das Land zu besuchen, das im Leben meines Vaters ja doch eine sehr große Rolle gespielt hatte und das er so liebte. Durften Sie Ihren Vater während des Nürnberger Prozesses besuchen? Ja. Meine Mutter hatte bei einem der Ankläger von Nürnberg, dem Staatsanwalt Dr. Kempner, eine Besuchserlaubnis durchgesetzt. Es wurde nun allen Frauen der Angeklagten gestattet, ihre Männer während einiger Tage jeweils eine halbe Stunde lang zu sehen. Allerdings hinter Glas und Gitter. Im September 1946 fuhren wir nach Nürnberg und Mama ging die ersten Tage allein zu meinem Vater. Dann durfte auch ich mitkommen. Mama bat mich, tapfer zu sein und meinem Vater nichts Trauriges zu sagen. So erzählte ich ihm ein paar kleine kindliche Erlebnisse und sagte auch mal ein Gedicht auf. Ich habe mich allerdings wahnsinnig zusammennehmen müssen, um beim Anblick meines Vaters hinter Glas und Gitter neben ihm ein amerikanischer Wachtposten nicht loszuheulen. Wissen Sie, mit 8 Jahren war das alles nicht so ganz einfach zu verkraften. Aber noch grausamer muss diese Situation für meinen Vater gewesen sein, so sehr es sich auch unter unseren Besuch freute und rührend lieb mit uns sprach. Diese Besuche waren das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Ihr Vater gehörte einer Regime an, das die Juden verfolgte und den Tod von Millionen von ihnen verschuldet hat. Es ist aber auch bekannt, dass Ihre Mutter jüdischen Schauspieler Kollegen geholfen hat, Deutschland zu verlassen. Hat sie das ohne die Hilfe ihres Mannes, des Reichsmarschalls, tun können?
Nein. Sie konnte nur und ausschließlich über meinen Vater helfen. Denn sie hatte ja keine politische Funktion. Und auch Vaters Macht war gerade in diesem Punkt nicht unbegrenzt, da Hitler sich über derlei Aktivitäten empörte. So erhielt zum Beispiel meine Mutter einen Brief Hitlers mit der unmissverständlichen Anweisung, ihre Hilfe für Juden einzustellen. Sie hat den Brief verbrannt und sich nicht weiter darum gekümmert. Jeder Rassismus lag ihr fern. Sie half Menschen in Not und opferte dafür einen großen Teil ihrer Zeit. Sie bearbeitete täglich viele Stunden lang Bittschriften. Aber ohne meinen Vater wäre ihre Bemühung umsonst gewesen. Wie viel meine Eltern geholfen haben, wurde zum Beispiel deutlich auf der Spruchkammerverhandlung meiner Mutter, die sie übrigens mit einer großartigen Haltung durchstand. Als prominentester Zeuge trat der große Schauspieler und Intendant Gustav Gründgens auf, der ihr früher viele Fälle von Hilfesuchenden unterbreitet hatte. Beim Nürnberger Prozess als einem Militärgericht wurden ähnliche Entlastungszeugen für meinen Vater abgewiesen. Sie wissen selbst, dass Thomas nicht vorgelassen wurde, als er, wie viele andere auch, für meinen Vater aussagen wollte. Ich wurde in den späteren Jahren immer wieder auf diese Hilfsbereitschaft meiner Eltern hin angesprochen. Auch der frühere Ankläger von Nürnberg, Dr. Kempner, schrieb mir nach Mamas Tod, dass sie Freunde von ihm gerettet hätte. Ich habe sogar aus Israel einen Brief mit ähnlichem Inhalt erhalten. Das war eine ganz besondere Freude für mich. Sie dürfen mir glauben, dass das Unfassliche, was den Juden geschehen ist, mir sehr nahe geht. Ihr Vater hat sich im Oktober 1946 dem Urteil durch Selbstmord entzogen. Immer noch spekuliert man darüber, woher er das Gift bekam, wie es hereingeschmuggelt wurde, ob es in eine Zahncremetube versteckt war oder wo sonst. Was wissen Sie darüber? Ich weiß vor allem, dass sich um den Tod meines Vaters mehrere Legenden gebildet haben. Und ich gebrauche das Wort Legende ganz bewusst. Im Übrigen bitte ich Sie, dafür Verständnis zu haben, wenn ich momentan zu diesem Thema nichts weiter sagen möchte. Sind Sie der Person, die Ihrem Vater das Gift verschaffte, dankbar? Ja, sogar sehr dankbar. Wie leben Sie heute? Sehr zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Es ist dies das erste Mal, dass ich im Fernsehen ein Interview gebe. Wissen Sie, nach Kriegsende ist immer wieder über meine Familie berichtet worden und sehr oft falsch oder entstellt. Ich bin daher einer gewissen Art von Journalismus gegenüber allergisch geworden und den Medien aus dem Wege gegangen. Aber nun habe ich für das schwedische Fernsehen eine Ausnahme gemacht. Seit vielen Jahren lebe ich in München und ich fühle mich hier sehr wohl, denn ich liebe diese wunderbare Stadt mit der so ganz besonderen Atmosphäre. Ebenso die zauberhaft schöne oberbayerische Gegend. Ich habe einige sehr gute Freunde und einen großen Bekanntenkreis. Beruflich bin ich als Arztsekretärin tätig in einer großen Münchner Praxis. Da komme ich mit vielen Menschen zusammen und ich bin gern dort. Erkennen die Leute Sie? Wie reagiert man? Jetzt erkennt man mich nicht mehr. Nach Kriegsende ist es Mama und mir allerdings häufig passiert, dass uns Fremde daraufhin angesprochen haben. Und ich muss sagen, die Menschen waren ganz reizend zu uns, wie ich auch in der Schule nichts Negatives wegen meines Namens erlebt habe. Ich glaube, das war eine rein persönliche Sympathie und hatte nichts mit Politik zu tun. Aus all diesen Begegnungen habe ich immer wieder den Eindruck gewonnen, dass meine Eltern sehr beliebt gewesen sein müssen. Und dass man meinen Vater auch später doch anders beurteilt hat als die meisten der übrigen Machthaber des Dritten Reiches. Mit Ausnahme von Rudolf Hess, dessen Schicksal ja eine Sonderstellung einnimmt. Ich glaube, es gibt keinen human empfindenden Menschen, der nicht empört ist, dass man diesen alten, kranken Herrn noch immer gefangen hält. Wo stehen Sie heute politisch? Ja, wissen Sie, ich bin in Politik ein gebranntes Kind. Es läge daher nahe, dass ich mit Politik nichts mehr zu tun haben wollte. Ich finde aber, dass die Politik zu tief in das Leben jedes Einzelnen eingreift und daher viel zu wichtig ist, als dass man sich nicht damit beschäftigen müsste. Wobei ich Extreme aller Art ablehne, ob sie nun von links oder von rechts daherkommen.
Vor allem bin ich gegen jede Art von Diktatur. Wie beurteilen Sie persönlich Ihren Vater? War seine Schuld sehr groß oder wurde er zu Unrecht verurteilt? Herr von Tander, Sie können von mir keine distanzierte Beurteilung meines Vaters verlangen. Ich bin seine Tochter und ich liebe ihn. Natürlich habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Wie ich bereits erwähnte, bin ich überzeugt, dass mein Vater damals, als er sich Hitler anschloss, glaubte, damit das Beste für Deutschland zu tun. Für jenes Deutschland, das er über alles liebte. Aus dieser Situation heraus leistete er Hitler den Treueeid. Und der Begriff der Treue hatte für meinen Vater eine sehr prägende Bedeutung, was man heute wahrscheinlich nicht mehr verstehen kann. Es war diese, ja, verhängnisvolle Treue, die ihn zu Hitler stehen ließ bis zum Schluss und darüber hinaus. Auch wenn er zunehmende Differenzen mit ihm hatte, so ist mein Vater, und das wird inzwischen weitgehend anerkannt, sehr gegen den Krieg gewesen. Er sagte in Nürnberg, er habe alles getan, um den Krieg zu verhindern. Als er dann da war, habe er alles getan, um ihn zu gewinnen. Nun, das war bei der alliierten Übermacht wohl nicht möglich. Welche beruflichen Sachzwänge nun im Einzelnen meinen Vater seine Entscheidungen treffen ließen, das weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich wird es überhaupt erst einer sehr viel späteren Generation möglich sein, ohne Emotionen zu urteilen. Und vielleicht anders, als die Sieger über den Besiegten geurteilt haben. Denn das Prinzip des Vae Victis hat ja noch zu allen Zeiten eine Rolle gespielt. Was immer man meinem Vater auch vorhalten mag, er hat mit einem sehr hohen Preis dafür bezahlt, mit seinem Leben. Und ich glaube, man sollte es dabei bewenden lassen. Ich selbst fühle mich meinen beiden Eltern in großer Liebe verbunden.